Die Villinger do Brasil Claro Robusto, eine Puro aus 100% brasilianischem Tabak. Die Zigarre kostet 9,50 Euro und hat damit einen Basispreis von 24 Cent. Das Deckblatt hat eine schöne, leicht gelbliche Färbung, sehr, sehr feine Blattadern, so gut wie nicht sichtbare Blattnähte und ist ja wirklich sehr, sehr schön. Schauen wir uns mal hier den Kaltgeruch an. Süßlich, grasig, ganz leichten, fruchtigen Touch und einen ganz feinen Hauch von Zeder vom Kaltzug her. Bekommt man so eine kleine Bitterkeit auf den Lippen von dem Deckblatt, hat hier auch schon so einen grasigen Touch mit ein klein wenig Erde und Holz, was sich mit dazu mischt. Auf den ersten Zügen bereits schön cremig, auch hier so eine gewisse Grasigkeit und eine leichte Süße, die mit dabei ist und nach wie vor diese leichte Bitterkeit hier auf den Lippen. Mal schauen, wie sie sich gleich im ersten Drittel entwickelt. Im ersten Drittel ist die Zigarre sehr schön mild und cremig. Diese Bitterkeit ist nahezu vollständig verschwunden. Die Zigarre hat eine sehr deutlich grasige Note und diesen typischen süffigen brasilianischen Geschmack, der mit so einer schönen süßlichen Note noch untermischt wird. Im zweiten Drittel gibt es nicht so wahnsinnig viele Veränderungen. Es ist nach wie vor eine milde und cremige Zigarre, deutlich auf der grasigen Seite. Diese Bitterkeit ist wieder etwas mehr zurückgekommen, aber dominant ist nach wie vor diese süffige, süßlich-brasilianische Note und die größte Veränderung noch ist, dass mittlerweile ein klein wenig Holz noch mit dazugekommen ist. So, ich bin im letzten Drittel angekommen. Von der Nikotinstärke her haben wir ja eine leichte bis mittelstarke Zigarre, eher auf der leichten Seite. Und vom Geschmack und Aroma her hat sich ehrlich gesagt eigentlich gar nichts geändert. Und das ist hier auch mein Hauptkritikpunkt an der Zigarre. Sie ist ziemlich geradlinig im Verlauf, etwas eindimensional und sie hat keine wirkliche Komplexität. Deswegen finde ich den Preis hier auch etwas zu hoch. 1 bis 2 Euro günstiger wäre hier wirklich wünschenswert. Aber es ist eine schöne, milde, cremige Zigarre. Leicht grasig, leicht süßlich und sie hat halt diesen typischen süffigen brasilianischen Geschmack, dem ich hier durchaus einen gewissen Charme abgewinnen kann. Also, wer genau darauf steht, der wird hier sicherlich nicht zu kurz kommen.